Willkommen zurück zu Dungeon Keeper 2. Letztes Mal haben wir schon erfolgreich das Tutorial abgeschlossen und das erste Gebiet hier erobert. Somit haben wir auch unseren ersten Portaljuwel. Das ist der richtige Weg, um die komplette Herrschaft an uns zu reißen. Gehen wir direkt weiter zum zweiten Gebiet. Herzogtum Fröhlich-Singeberg. Ein lustiges Ländchen voller Licht und Musik. Lasst uns ihre quäkenden Singstimmen ein für allemal zum Verstummen bringen. Dieses Land wird von Herzog Darius verteidigt, der ein entschieden härterer Gegner ist als Fürst Antonius. Nur mit Hilfe der finsteren Magie werdet ihr ihn besiegen können. Baut eine Bibliothek, um Zauberer anzulocken, die euch die nötigen arkanen Geheimnisse verraten. So wie es aussieht, kriegen wir in dieser Runde das erste Mal Zauberer. Da freue ich mich schon drauf. Der gute Herzog Darius steht euch nun als Gegner gegenüber. Er ist ein würdigerer Gegner. Aber wenn ihr die Räume, die ihr in Lächerlingen kennengelernt habt, gut einsetzt, wird er ebenso sterben wie Antonius. Bibliothek. Neue Räume! Baut zunächst einen Schlafsaal und dann eine Hühnerfarm. Dann erobert das Portal in der Nähe eures Dungeon-Herzens. Guck mal, hier haben wir schon mal das Portal. Ja, dann fangen wir, denke ich mal, erstmal mit diesem Schlafsaal an. Den Schlafsaal baut man meistens am besten so 5x3, weil wir, glaube ich, immer nur 15 Kreaturen auf ein Portal kommen können. So, gucken wir, das sind 5x3. Okay. So. Das sieht schon mal. So sieht das schon mal gut aus. Dann haben wir schon mal Schlafsaal. Am Schlafsaal machen wir direkt noch die Hühnerfarm dran. So. Beeilt euch mal. Alle mal einen Klaps geben, damit die ein bisschen schneller arbeiten. Na, unser Gold ist schon voll, deswegen bringen die das noch nicht zurück. Aber das werden wir gleich ganz schnell ausgeben. So, gucken wir, was wir hier noch haben. Hier können wir dann unser Trainingsraum dran bauen. Und hier unten unsere neue Bibliothek dann. So, planen wir das mal, weil das sieht schon mal ein guter Trainingsraum aus. Ja, machen wir noch einen breiter. So. Und hier unsere Bibliothek. So, der nimmt hier schon das für uns ein, dann können wir dann hier anfangen, Schlafsaal zu bauen. Schneller. Mal ein bisschen schlagen, damit es ein bisschen schneller geht. Muss man aufpassen, dass sie nicht sterben. Sonst haben wir ein Problem. Hier kommt Hühnerfarm rein. Jetzt haben wir schon ein bisschen Geld ausgegeben, können wir das hier einsammeln. Und hier wieder reinschmeißen. So. Ah, hier sind die langsam. Hühner, ich brauche Hühner. Schlafsee, komm, ich nehme mal einen von da. Nach da, dass er hier mal stampfen tut. Sehr schön. Dass ich mit Schlafsaal fertig bauen kann. So, gehen wir schon mal das Portal in die Richtung. Aber der macht jetzt hier, dass ich mir den Schlafsaal machen kann. Nein, nicht da lang. Okay, das ist noch in Ordnung. Und jetzt hier weitermachen. So, schon mal die Hühnerfarm fertig. Töten wir ein paar. Einfach, weil es Spaß macht. So, Schlafsaal sieht auch schon mal gut aus. Letzten Felder. Mach hinne, Imp. Beeil dich. So, sammeln das ein. Und schmeißen es auch wieder zurück. Sehr schön. Ah, unser Trainingsraum können wir auch schon bauen. Erobert jetzt das Portal, damit Kämpfer in euer Reich kommen können. Der Trainingsraum ist der Ort, an dem eure Geschöpfe ihre Kampfkunst üben. Gut erledigt diese Aufgabe, aber Geschöpfe auszubilden kostet Gold. Boah, wir haben ja noch genug Gold. Das ist nicht so schlimm, das stört uns jetzt nicht so. Hier kommt jetzt dann unsere Bibliothek rein. Dann kriegen wir nämlich dann, glaube ich, auch Zauberer. Die Bibliothek, wo weise Zauberer ihre schwarze Kunst perfektionieren, damit ihr euren Gegnern noch stärkere Magie entgegenschleudern könnt. So, Bibliothek bauen. Oh, jetzt sind wir fast pleite, das ist nicht gut. Aber hier können wir noch ein bisschen Gold abbauen. Ihr erbeutet ein Portal. Oh, das Portal gehört jetzt uns. Sehr schön.
Okay, sieht man auch, dass oben dass immer noch 15 Geschöpfe da durchkommen können. Hört, ein Zauberer ist angekommen, um in eurer Bibliothek Zaubersprüche zu erforschen. Doch lasst ihn nicht nur über seinen Oh, Büchern Zauberer brüten, denn Kurt. auch Hallo, im Zauberer Kampf ist Kurt. er sehr wertvoll. Mein erster Zauberer heißt Kurt. So, der geht jetzt erstmal hier sein Bettchen hinsetzen und dann geht er für uns Jedes Zauber Bücherregal in erforschen. eurer Bibliothek lockt einen Zauberer in euer Reich. So, auf. Ich schmeiß dich hin, damit es schneller geht. Eine neue Spezies ist in Ah, euren wir haben jetzt auch Dungeon einen gekommen. Goblin. Sehr schön. Den können wir dann gleich trainieren schicken. Brauchen wir nämlich zum Kämpfen. So. Mach dein Bett. Sehr schön. Und jetzt gehst du trainieren. Das hat so ein bisschen was von Sims. Ja, man hat hier auch noch so ein bisschen glücklich. Sieht man, ob die glücklich sind, wie effizient sie sind. Das ist immer wichtig, dass die glücklich sind, sonst forschen die nicht mehr und arbeiten nicht mehr, kämpfen nicht mehr, hauen dann einfach ab oder so. Aber die scheinen alle gut gelaunt zu sein. So, wir haben noch einen Zauberer bekommen. So, die Imps verstärken das jetzt mal hier alles. Dann kommen ja auch endlich mal ein bisschen Licht in den Laden rein. Setz dein Ding und ab geht's. Forsch für uns. Ich will nämlich endlich den ersten Zauber haben. Unser Gold sieht auch gut aus. Können wir schon mal weiter Richtung nächsten Goldader bauen. So. Sieht schon mal gut aus. Oh, noch ein Zauberer. Das klappt doch wie am Schnürchen hier. Wie viele Zauberer haben wir denn jetzt? Schon 3 Stück? Na? Umso mehr Zauberer wir haben, umso schneller forschen die dann auch. So, setz dein Bett hin. So, lass jetzt auch forschen für uns. Mal, wie weit es ist. Ah, schon die Hälfte haben wir schon bald. Und der trainiert hier in Ruhe. Er hat schon bald Stufenaufstieg. Das sieht man hier innen drin. Wenn der Kreis voll ist, hat er, ist er Stufe 2. Der macht ja mehr Schaden und hält auch mehr aus. Sieht schon mal gut aus. Noch ein Zauberer. So, kommst du mit? Eure Geschöpfe machen gute Fortschritte. Eines davon hat nun seine Ah, Fähigkeiten auf Stufe Stufe 2. 2 verbessert. Sehr Jedes schön. Geschöpf kann durch Training So. bis auf Stufe 4 gelangen. Auch Danach dahin. ist Schluss. Erfahrung für weitere Stufen kann man nur draußen auf dem Schlachtfeld sammeln. So, ah, gut, jetzt geht's ganz schnell schon. Jetzt haben wir ja auch schon 4 Zauberer, die hier schön im Buch wälzen und unsere Zauber erforschen. So, erster Ein Zauber. neuer Zauberspruch wurde erforscht. Mana ist das Zahlungsmittel für Magie, und für jeden Zauberspruch müsst ihr etwas davon ausgeben. Euer Mana-Vorrat wird oben auf dem Bildschirm in grün angezeigt. Im Laufe der Zeit füllt euer Land diesen Vorrat langsam wieder auf. Hier oben links sieht man. Benutzt euren neuen Zauberspruch, um einen Imp zu erschaffen. Öffnet dazu die Zauberspruchtafel und wählt das Hab ich Symbol doch des schon Impkopfes. gemacht. Anschließend klickt ihr auf eine Ich bin immer ein bisschen beliebige zu Stelle schnell für eures den Landes, Kerl. um den Zauber dort wirksam werden zu lassen. Hier oben sieht man jetzt immer unser Mana-Vorrat. Und für jedes Feld, das hier uns gehört, kriegen wir mehr Mana. Und das ist hier auch unsere Mana-Kosten. Und je mehr Imps wir haben, umso mehr Mana-Kosten haben wir. Wenn wir jetzt hier draufdrücken. Gut gezaubert, Und Keeper. jetzt haben wir statt Ihr habt die 28 fleißige Forschungsarbeit eurer 35. Magier gut genutzt. So, ich wollte noch ein paar Imps. Sehr schön. So, zum Magier erforschen schon den nächsten Zauber. Er ist schon bald fertig. Haben wir schon 2 Goblins. Wie sieht's hier aus? Schon schön am Trainieren. Hühner haben wir auf jeden Fall auch genug. Sind die denn auch alle glücklich? Ein neuer Zauberspruch wurde erforscht. Oh. Euer Zauberer hat nun Sehr schön. weitergeforscht und bietet euch einen weiteren Zauberspruch an. Na, Ihr jetzt könnt können wir mit hier seiner Donner Hilfe einen Donnerschlag zaubern. gegen Feinde schleudern, die es wagen, in euer Reich Das ist unser erster einzudringen. Angriffszauber. Imps sind Geschöpfe, die aus der Magie geboren werden und Mana zum Unterhalt benötigen. Ihr könnt euren Zauberer trainieren lassen, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Werft ihn dazu einfach in Werden den angegriffen. Trainingsraum. Man ist in euren Wo? Dungeon Oh eingedrungen. je. Okay. Es hat. Eure Imps haben einige Zwerge gefunden. So. Diese selbstgerechten kleinen Die Zauberer Widerlinge nach könnten sich hinten über und die euer Land Goblins nach ausbreiten. vorne. Wenn sie das versuchen, vernichtet sie. Sie haben es nicht anders Tötet die verdient. Zwerge! Macht sie Eure kaputt! Imps rufen eure anderen Geschöpfe herbei, um das Herz des Dungeons zu verteidigen. Sehr Es schön. ist ihre oberste Priorität, dieses Herz zu schützen.
Ah, das ist doch gar nicht in Gefahr. Die machen wir fertig. Hier lebt doch noch der eine Die hier. jämmerlichen Zwerge sind vernichtet. Gönnt euren Geschöpfen etwas Zeit zum Essen und Ausruhen. Wenn ihr dann bereit seid, führt sie nach Norden zur Burg von Herzog So, Darius. Goblin geht wieder trainieren. Was sagen meine Zauber? Ich würde sagen, wir schicken uns Zauberer auch trainieren. Oder? Schicken wir sie trainieren? Nein. Wir sollen das erst noch fertig erforschen. Mit unseren Imps können wir ja schon mal ein bisschen erforschen gehen. Gucken, ob es hier noch irgendwas Verstecktes gibt oder so. Weil in der Regel gibt es immer was Verstecktes auch. Deswegen bauen wir hier mal alles ab. Weil wie es aussieht, ist hier oben dann der Gegner. Wenn ihr ein Geschöpf mit der linken Maustaste anklickt, hebt ihr es hoch. Ein Rechtsklick über eurem eigenen Land lässt es wieder fallen. Das haben wir schon Aber die ganze Zeit hütet gemacht. Euch, sie nicht zu nahe beim Feind fallen zu lassen, denn durch den Fall sind eure Geschöpfe eine Zeit lang betäubt und dadurch wehrlos gegen gegnerische Angriffe. Gucken wir mal. Der Impfzauber ist dann verbessert. Ich glaube, dann können wir bei den Zaubern schon Imps der Stufe 4 bezaubern. Und die Stufe 1, die sind dann gleich schon schneller. So, baut mal ab, meine Imps. Kommen noch ein paar mehr, wenn es schneller geht. So. So, Mana pro Sekunde steigt, weil wir immer mehr Felder kriegen. Sieht schon mal gut aus, aber hier scheint nichts zu versteckt zu sein. Machen wir mal hier unten weiter. Ist bestimmt noch irgendwo was versteckt. Das wäre sonst das erste Level, wo nichts versteckt ist. Deswegen immer schön mal alles abbauen. Hier vielleicht noch. So. Euer Zauberspruch Imp erschaffen wurde verbessert. Sehr schön. Jetzt haben wir aber nicht genug Mana. Also brauchen wir mehr Felder, dass wir mehr Mana kriegen. Aber wir sind schon auf dem besten Weg dabei. Wir bauen ja jetzt alles ab. So, ein bisschen hauen. Die Zeit ist gekommen, sich Herzog Darius zu stellen. Markiert die blinkenden Felder. Eure Imps werden dann einen Tunnel zu seiner Festung graben. Nein, ich will erstmal ein Geheimnis finden. Hier ist bestimmt noch irgendwo was versteckt. Ein bisschen schlagen, damit es schneller geht. So, noch ein Imp. Guck, der ist... Seht ihr, der ist schon Stufe 4? Eure Geschöpfe brauchen einen größeren Trainingsraum. Hier ist da bestimmt noch irgendwo was versteckt. Hier können wir auch nicht mehr weiter. Hier können wir auch nicht weiter. Bauen wir nochmal hier alles ab. Irgendwo ist hier bestimmt auch was versteckt. Hier ist aber auch nichts. Naja. Gucken wir jetzt nochmal, ob hier was ist. Wenn nicht, greifen wir den Gegner an. Können schon mal weiter unsere Leute hier hinpflanzen. Die Goblins sind ja schon am Trainieren. Sie werden schon stärker. Sagt unser Zauberspruch ist auch gleich verstärkt. Wenn wir das haben, greifen wir ihn an. Und dann kann ich noch gleich mit Zauber fertig machen. Komm her, helf mit. Nur die Abkürzung freischaufeln lassen. Damit sie schneller sind. Hier sieht man wieder das verstärkte Wand, das dauert länger. So. Auf, schau dich nochmal, dass du ein bisschen schneller bist. Euer Zauberspruch Donnerschlag wurde verbessert. Sehr schön. Es gibt nichts mehr zu erforschen. Jetzt können wir alle Magier trainieren schicken. Trainiert. Den Raum noch ein bisschen größer. So. Machen wir einfach mal dran. Es geht nämlich. Jetzt haben wir auch mehr Platz zum Trainieren. Wie sieht es hier aus? Ja, haben wir bald. Das finde ich haben wir auch bald. Aber es scheint wirklich nichts versteckt zu sein. Schade. Dann können wir das einreißen.
Ich habe jetzt, glaube ich, alles erforscht, oder? Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Hier unten haben wir auch alles. Hier geht es auch nichts mehr weiter. Scheint so, als wäre in dem Level kein Geheimnis versteckt. So, aufbaut's ab. Die Wände von Herzog Darius' Burg stellen kein Hindernis mehr dar. Jetzt müsst ihr die Wachen ausschalten und damit Herzog Darius so dazu verleiten, selbst gegen euch anzutreten. So, dann werden wir die Goblins nehmen und unsere Zauberer. Es ist Zahltag. Zauberer hinten hin, Goblins nach vorne. Handkampf hinten, Nahkampf vorne. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Sterben. Endlich stellt sich Herzog Darius zum Kampf. Er kommt durch sein Heldentor. Eure Truppen müssen ihn besiegen. Ah, das dann läuft doch gehört sehr gut. Der Portaljuwel des Herzogtums Fröhlich Singeberg euch. Ein paar Zauberer. Ein paar Zauber. Keeper, wagt nicht einmal daran zu denken. Ihr müsst könnt auf meine Felder kommen, sonst kann ich nicht zaubern. Zwerge und die Kräfte des Guten werden euch übles Gezücht aus meinem Land werfen. So, Zauber. Peng. 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 Alle kaputt. Jetzt habe ich aber kein Mana mehr. So, nehmen wir kurz nochmal die Leute auf, damit er ein bisschen vorgelaufen kommt. Zauberer hinten hin. Kommt uns nach vorne. Ihr sollt doch nicht wegrennen. Ihr wollt mein Reich angreifen. Mit eurer üblen Zauberei verderben. Peng. Dafür werdet ihr sterben, Keeper. Du bist gestorben, würde ich mal sagen. Herzog Darius liegt im Sterben. Hier kommt auch schon Horny, um euren Portaljuwel an sich zu nehmen. Sehr schön, da haben wir die Runde schon wieder geschafft. Zufriedenstellend. Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Ich hoffe, euch die Runde hat euch wieder gefallen. Lasst doch ein Like da oder ein Abo, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Das war's nämlich jetzt auch schon wieder. Jetzt können wir noch gucken, wie Horny unser nächsten Portaljuwel einsammelt. Und dann freue ich mich, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, ciao!